Ach, schade, dass die Kreuzfahrt schon vorbei ist. Ich fand's so toll auf dem Schiff. Es war ein bisschen chaotisch, aber es war schön. Mir hat's auch gut gefallen. Und alles nur, weil ich bei Topmodel gewonnen habe. Danke nochmal, Hannah. Ich fand's wirklich cool, dass du mich mitgenommen hast. Wenn ich gewonnen hätte, hätte ich dich auch mitgenommen. Habe ich ja gesagt und versprochen. Genau, wir haben uns so versprochen. Beste Freunde für immer. So, dann ab zum Parkplatz. Haben wir alles mit? Ab nach Hause, Kinder. Los. Also es war ja alles schön, aber ich bin echt mal froh, wenn wir im Auto sitzen und nach Hause fahren. Boah, ehrlich, das regt mich sowas von auf. Immer bin ich der Langsamste. Hey, Leute, wartet doch auf mich. Och, Julian, soll ich dir vielleicht wieder helfen? Du bist ja wirklich ein bisschen langsam mit deinen Krücken. Ich kann ja hier mit dir zusammen warten. Ich gehe dann genauso langsam wie du. Den brauchst du aber nicht. Aber gut, wenn du unbedingt möchtest. Warum will mir Pia so oft helfen? Ich brauche doch nicht so viel Hilfe. Oh Mann, aber ich freue mich echt wieder, Sarah und Mia zu sehen. So, Kinder, beeilt euch. Ist das der Parkplatz, wo das Auto steht? Ja, genau. Da vorne das Rosane, das bin ich ja gefahren. Sind wir denn noch vollzählig? Julian, wo bist du? Ja, Mensch, ich komme ja schon, Papa, ich komme schon. Hier hinten. Wer von euch möchte denn bei mir mitfahren? Letztes Mal waren das Hannah und Pia. Möchte jemand anders? In den rosanen Mietwagen hier, da bekomme ich schon ein paar Leute rein. Also, Freiwillige vor. Mama, ich würde gern wieder damit fahren. Ich finde den so toll. Ich fahre auch damit. Das hat mir letztes Mal gut gefallen. Da hat man richtig viel Platz. Mhm. Und was ist mit dir, Emma? Möchtest du auch mit der Mama mitfahren? Okay, Mama, das mache ich. Und dann sind wir ein Mädchenauto. Da sind nur die Mädchen drin und Papa und Julian haben dann das andere Auto. Da sind nur die Jungen drin. Das hast du gut erkannt, Emma. Dann machen wir das doch so und zu Hause treffen wir uns dann alle wieder. Ja, dann bleiben ja nur noch Julian und ich. Julian, kommst du dann? Los, komm, allzu weit ist es nicht. Ich habe ja direkt hier neben angeparkt. Hier stand doch mein Auto, oder? Oh nein, wo ist unser Auto? Es wurde geklaut. Hey Leute, ich hab doch hier geparkt, oder? Doch, ich hab hier auf jeden Fall geparkt. Wo ist unser Wagen? Du hast recht, du hast doch direkt hier nebenan geparkt. Wo ist unser Wagen? Das kann doch nicht sein, dass der jetzt geklaut wurde. Nein. Seid ihr euch sicher, dass ihr das da abgestellt habt? Hey Papa, wo ist denn dein Auto? Oh, was für ein Ende für den Urlaub. Oh, das kann doch nicht sein. Ich hab den Wagen doch erst vor kurzem repariert. Die Sache mit dem Spiegel und jetzt ist der Wagen komplett weg. Oh, das kann doch nicht sein. Oh, hast du denn den Wagen nicht abgeschlossen, Martin? Oh, nee, jetzt können wir nichts dran ändern. Wir müssen jetzt erstmal die Polizei rufen. Mama, wo ist denn jetzt das Auto? Das rote, was wir auch sonst zu Hause haben. Wollen wir jetzt nicht nach Hause fahren? Oh, echt gut, dass das rosane Auto nicht geklaut wurde. Hanna, das ist gerade... Das will ich nicht gehört, aber ist das dein Ernst gerade? Also unser Wagen ist trotzdem weg. Ich krieg hier noch zu viel. Wir müssen irgendwie die Polizei verständigen. Martin, jetzt beruhig dich doch erstmal. Vielleicht wurde es auch gar nicht gestohlen, sondern irgendwie abgeschleppt. Keine Ahnung. Ja, aber ich hatte doch einen gültigen Parkschein. Also Martin, du bleibst hier mit den Kindern und ich werde eben ganz kurz telefonieren. Das Handy habe ich hier in der Tasche. Ja, gut. Ach, da hatte ich dann den Wagen gegen Diebstahl versichert? Ja, natürlich. Aber nein, wie soll ich denn jetzt zur Arbeit kommen? Ach, toll. Martin, jetzt mach dir doch nicht so viele Gedanken. Wir müssen jetzt erstmal herausfinden, was passiert ist. Guten Tag, Claudia Vogel hier. Ja, ich würde gern ein gestohlenes Auto melden. Oder, naja, jedenfalls haben wir hier geparkt auf dem Parkplatz und das Auto ist jetzt weg. Gerade wo wir aus dem Urlaub gekommen sind. Also Papa, das ist ja ziemlich blöd, dass der Wagen jetzt weg ist. Ja, das stimmt, Julian. Aber weißt du was, noch viel... Also mein Gips, ich finde den richtig blöd. Können wir da jetzt nicht irgendwas erst machen? Also Julian, darum kann ich mich jetzt nicht kümmern. Also dein Gips, wir haben doch bald wieder einen Termin. Und außerdem, ich habe jetzt gerade andere Probleme. So, ich habe jetzt die Polizei verständigt. Die sind jeden Augenblick hier. Claudia, hast du nicht gesagt, die kommen sofort? Ich habe das Gefühl, wir warten jetzt schon eine Stunde oder so. Es ist schon dunkel geworden. Ich dachte, die kommen wirklich gleich. Vielleicht hatten sie noch einen wichtigen Einsatz oder so. Das geht halt vor. Das geht vor. Na klar. Das geht hier vor. Unser Wagen wurde geklaut, Mensch. Wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Du und dein Porsche. Schau doch mal, da hinten ist doch schon die Polizei. Kinder, macht mal ein bisschen Platz für die Polizei. Die müssen sich das hier angucken, den Tatort. Guten Tag, Sie sind Herr Vogel? Ja, genau. Also ich hatte hier vor einigen Tagen geparkt, bevor wir halt... Vor einigen Tagen? Wie lange ist das denn genau her? Vier Tage müsste es jetzt her sein. Aha. Und das, ja, der Wagen ist jetzt weg. Keine Ahnung, ich hatte auch einen gültigen Parkschein. Und unser Mietwagen ist ja auch noch da, dieser pinke hier. Was war das für ein Auto? Das war ein roter Porsche. Nun ja, also ich werde gleich eben ein paar Fotos schießen. Und das passiert hier in letzter Zeit öfter. Also Autos werden wirklich oft gestohlen hier in Playmobil City. Gerade Porsches. Ja, Herr Vogel, kommen Sie mal gerade mit mir zum Wagen. Ich habe da so ein Protokoll, was wir noch ausfüllen müssen. Also hier stand wohl dann das Auto. Gut, das ist ja jetzt augenscheinlich weg. Also, Herr Vogel, nochmal bitte die Farbe vom Auto. Also ein roter Porsche ist das, ne? 911er. Aber ich habe ein anderes Problem. Wie kommen wir denn jetzt überhaupt nach Hause?
So, Kinder, ihr könnt jetzt hier schon mal in das Auto steigen. Wir werden gleich nach Hause fahren. Okay. Ach so, sie passen jetzt alle gar nicht in den Mietwagen rein. Ja, dann bringen wir sie nach Hause. Ah, das ist ja super. Dann rufe ich mal kurz Julian. Julian, wir können hier im Polizeiauto mitfahren. Was, im Polizeiauto? Aber ich habe doch gar nichts getan, Papa. Warum muss ich denn jetzt im Polizeiauto mitfahren? Und alle anderen, ihr könnt hier mit mir mitfahren. Julian, wir nehmen uns mit. Ich übertreib jetzt nicht. Ach so, wir sind ja... Ach so, jetzt verstehe ich. Wir dürfen so mitfahren. Oh, das ist ja cool. Darf ich vielleicht auch die Sirene anschmeißen? Also ich finde das gar nicht so schlimm, dass Papas Auto geklaut wurde. Jetzt kann ich ja im Polizeiauto mitfahren.